Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch wieder eine Rezension und zwar von einem Hörbuch, das kleine Hörbuch vom bewussten Leben. Und das Hörbuch hat wieder so circa eine Stunde und 18 Minuten. Die Sprecherin ist wieder die Synchronstimme von Julia Roberts und Ellie McBeal. Finde ich sehr, sehr angenehm vom Sprechen her. Und ich muss sagen, mir hat es wieder sehr, sehr gut gefallen. Diesmal ja, geht es halt ums bewusste Leben. Und wir haben auch wieder eine Einführung. Ja, und dann haben wir auch hier drinnen wieder so ein Heftchen mit Kapitelübersichten, weil hier geht es dann auch um das selber entdecken, welche Ziele hat man im Leben, wie kann ich die erreichen, wie kann ich mich selber wertschätzen, das Selbstbewusstsein und auch verschiedene Atemtechniken wieder und ja, dass man die Vergangenheit akzeptieren muss und dass man daraus vielleicht positive Sachen rausziehen kann, um halt wieder nach vorne gucken zu können. Und dann geht es auch wieder darum, einen Lebensplan zu machen, zu erstellen, virtuell. Aber man braucht halt auch wieder einen Stift und also ja, und einen Zettel oder einen Block. Und ja, und wie man halt auch neue Sachen mit neuen Sachen wieder. Na, also wenn wir jetzt neue Sachen umsetzen, wie wir dann da auch wieder gleich präsent sein können und das halt gleich wieder positiv für uns auswirken, also dass wir uns da nicht, auch wenn wir jetzt was Neues ausprobieren und es klappt nicht gleich am ersten Tag, sondern erst dann nach einem Monat oder so, dass wir halt trotzdem da am Ball bleiben. Und trotzdem das Selbstbewusstsein nicht verlieren und wie man auch mit Trauer umgeht. Und also lauter, nee, Trauer war beim anderen, jetzt komme ich durcheinander. Auf jeden Fall sind auch wieder Rituale zur Stärkung und Bestärkung des Selbstbewusstseins. Und ja, ich finde das hier richtig, richtig toll. Also ich bin da richtig Fan von diesen Hörbüchern, weil ich finde, so wird einem selber nochmal das eigene Leben bewusst. Man denkt nochmal gezielt darüber nach, ist wirklich das alles, was ich gerade mache, das, was ich machen will, oder habe ich unterbewusst noch irgendwelche Wünsche oder Ziele, was ich eigentlich erreichen will. Und dann kann man ja gucken, wie komme ich an diese Ziele? Muss ich da vielleicht einen Umweg gehen oder vielleicht lieber einen Schritt zurück und dann einen anderen Weg gehen? Und ja. Also finde ich richtig toll. Und ach ja, das Buch hat 96 Seiten. Das ist wieder so ein kleines, dünnes Büchlein. Und ich verlinke euch nochmal alles auch unten in der Infobox. Da verlinke ich euch das Hörbuch und das Buch, falls einer es hören möchte oder einer es lesen möchte. Also ich würde euch empfehlen, diese Hörbücher wirklich nicht beim Autofahren zu hören, sondern halt, wenn man gerade zu Hause ist oder ja, sich am besten auf die Couch setzen, ein heißes Getränk nehmen und dann das hören und dann bewusst halt auch mit Stift und Zettel dann bewusst halt auch Sachen aufschreiben und dann, ja, sie versuchen umzusetzen. Und wenn es halt mit der Umsetzung nicht gleich klappt oder man kann auch dieses auf mehrere Tage aufteilen, wenn man das sozusagen Stückchen für Stückchen verarbeiten will, ist auch ganz okay. Ja, und wie gesagt, also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Es hat wieder ganze 5 Sterne von mir bekommen, weil ich finde solche Hörbücher oder überhaupt, wo es halt ums das Innere, um Meditation, um Manifestation geht, bin ich ja riesig begeistert von. Und ich finde, diese Hörbücher sind auch perfekt für Einsteiger, also die Leute, die sich gerade erst mit diesem Thema befassen, weil man kann erst Dinge in sein Leben manifestieren, wenn man selbstbewusst ist, wenn man selbstsicher ist, wenn man gestärkt ist. Also es muss nicht nur, man muss nicht nur körperlich gestärkt sein, sondern halt auch geistig. Und wenn das alles sozusagen auf einer Waage ist, erst dann kann man sozusagen Dinge verändern bzw. in sein Leben ziehen. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist auch perfekt für als Geschenk oder so, also richtig, richtig toll, finde ich. Auch ich kann es euch nochmal drinnen zeigen, so sieht es dann drinnen aus. Auch die Aufmachung finde ich immer toll. Und hier ist auch das kleine Hörbuch vom Yoga. Also ja, es gibt da noch mehr Hörbücher. Und ja, ich bin gespannt und lasse mich überraschen, was vielleicht noch so kommt. Ihr könnt gespannt sein. Okay, meine Lieben, tschüss, bis zum nächsten Mal.